Baden-Neroberg. Es ist Akkordarbeit, was Daniel Korn und seine Truppe jeden Tag leisten. Bis zu 20 Kilometer, also fast einen Halbmarathon, laufen die Müllmänner bei ihrer Arbeit täglich. Rund 800 Mülltonnen leeren sie dabei. Es ist unterschiedlich, wenn wir halt ein kleines Gebiet haben, wo die Häuser eng ist, hier zum Beispiel Einfamilienhäuser, geht es ziemlich relativ flott, weil natürlich auch die ganzen Kleinbehälter lassen sich schneller kippen. Wir haben ziemlich viel Zeit, deswegen sonst gut. Zeit ist Geld und dabei können die Wiesbadener zufrieden sein, denn sie müssen für die Arbeit ihrer Müllmänner vergleichsweise wenig zahlen. Das hat der Landesrechnungshof in einer komplizierten Erhebung herausgefunden. Denn Müllgebühren zu vergleichen, ist extrem schwierig. Nicht überall werden die Mülltonnen wie hier vor der Haustür abgeholt. Manchmal muss für Sperrmüll extra bezahlt werden, etc. Ja, manchmal bin ich auch ein bisschen überrascht, wie hoch die Gebühren in anderen Städten sind. Wir nutzen einfach die Möglichkeiten, die sich uns bieten. Wir haben zum Beispiel mit anderen Kommunen zusammen unsere Altpapiermengen gemeinsam am Markt platziert, weil das bessere Verwertungserlöse gebracht hat. Wir appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, ihren Müll zu trennen. Jedes Kilogramm oder jede Tonne, die nicht verbrannt werden muss, ist nicht nur ein Beitrag zur Ökologie, sondern eben auch zur Wirtschaftlichkeit des kommunalen Unternehmens. Und das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Die Stadt Wiesbaden betreibt selbst kein teures Müllheizkraftwerk, sondern lässt den Müll da verbrennen, wo es gerade besonders günstig ist. Die Müllgebühren im Vergleich. Eine Modellfamilie in einem Einfamilienhaus zahlt in Offenbach und Wiesbaden um die 330 Euro. In Darmstadt und Frankfurt um die 360 Euro. Und in Kassel sogar 738 Euro. In einem Mehrfamilienhaus würde dieselbe Familie in Wiesbaden 249 Euro zahlen, gefolgt von Darmstadt 347 Euro und Offenbach 379 Euro. In Frankfurt zahlt sie 404 und in Kassel 658 Euro. Fakt ist, alle Städte mit eigener Müllverbrennungsanlage müssen mehr Gebühren erheben, denn oft sind die vor Jahrzehnten auf größere Müllmengen ausgelegten Anlagen nicht ausgelastet, müssen aber mitbezahlt werden. Die Stadt Kassel begründet ihre extrem hohen Müllgebühren außerdem so. Bei einem monetären Vergleich der Abfallgebühren bleiben wesentliche Faktoren wie beispielsweise Service, Ressourcenschutz, Umweltstandard unberücksichtigt und somit entsteht ein sehr eingeschränktes Bild der Realität. Auch in Frankfurt wird der Service nach eigener Aussage besonders groß geschrieben und das müsse eben bezahlt werden. Die Tonnen werden bis zu dreimal wöchentlich geleert, abgeholt wird direkt vom Grundstück. Wir stehen zu unserem Angebot, was wir bieten, auch zu dem, was wir dafür als Gebühren verlangen von dem Gebührenzahler. Aber auf der anderen Seite gehört es auch dazu, wenn wir in der Kalkulation sehen, dass es Spielräume gibt, gehe ich davon aus, dass die Politik das auch entsprechend aufgreift, diskutieren und entscheiden wird. In diesem Jahr soll in Frankfurt geschaut werden, ob die Gebühren angepasst werden müssen. Die günstigen Gebühren von Wiesbaden wird man sicher nicht erreichen. Dazu sind die Voraussetzungen und Serviceangebote in den Städten einfach zu unterschiedlich. Mehr dazu finden Sie auf unserer Internetseite unter hessenschau.de. Können Sie nochmal die Müllgebühren der größten hessischen Städte vergleichen. Außerdem finden Sie die ausführlichen Beiträge unserer Kollegen aus den Hörfunk- und Online-Redaktionen. Klicken Sie doch mal rein, hessenschau.de.